Wunderschön, der Shogun Senatau ist erledigt. Das war keine angenehme Quest. Aber wir haben es bekommen. Wir haben es hinbekommen. Und jetzt schauen wir mal. Nee, kein rotes. Keine rote Blase. Das heißt, irgendwelche Quests müssen wir machen. Hier in der Queststufe 4, die wir jetzt noch nicht gemacht haben. Der Nagakuga wird es ja wohl nicht sein, oder? Ewigkeitsfossile, einmaliges Mal, Gendrom, Meteoritbrocken. Nochmal Najarala, Jagdmarathon Kutku, Lagombis, Zetsukabra, gute Daimos, Herrscher des Marschlands, Schrecken Stinksumpf, Senatauenbande, vielleicht ist Senatauenbande. Das letzte Mal mussten wir auch mit den Urktorenrocken, große Erzentdeckung, Vulkan. Schwierig. Was ist da jetzt wirklich die Quest, die wir machen müssen, um weiterzukommen? Ich könnte mir vorstellen, eins von den kleinen, vielleicht Uroktore. Ich weiß es jetzt aber nicht. Einheiten Kohle wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich könnte mir Uroktore vorstellen, weil das Spiel gerne so alle möglichen, auch kleineren Monster vorstellt. Schauen wir mal. Wir machen mal die Uroktor-Quest. Wenn dies nicht ist, dann müssen wir halt eben schauen. So, dann geben wir erstmal die ganzen Quests, oder dann bekommen wir eben die Belohnungen von den ganzen Quests, sagen wir so. Und damit wir das mal abgeschlossen haben, dann können da neue Leute reincyceln. So, Sohn des Moga-Dorfchefs, wie auch immer. Oh, du bist zurück. Danke für das rohe Fleisch, du hast mir das Leben gerettet. Ich habe mir den Happen auf den Grill geworfen und muss sagen, das war das beste gebratene Steak seit langem. Und wie ich es mir gedacht hatte, seitdem geht es mir wirklich viel besser. Danke, Jäger. Bestimmt kann ich dir einige Sorgen, meine Leute in Moga anvertrauen. Ach ja, deine Belohnung. Ich habe im Bistro ein paar tolle Zutaten für dich zurückgelassen. Jetzt weiß ich endlich, wer mir in Zukunft zuverlässig helfen kann. Bis später. Okay, neue Zutaten. Sehr schön. Das war einfach und du willst gleich nochmal was von uns. Hallo nochmal, Jäger. Hast du mal kurz Zeit? Es geht um eine Sache für das Dorf Moga. Bestimmt ist es nicht mehr als ein Kinderspiel für dich. Buchstäblich. Die Kids haben davon erzählt. Scheinbar haben sie in der Nähe der Ödnisinsel beim Spielen etwas gesehen. Kannst du mal nachsehen? Kann sein, dass es nur die Geschichten einiger Kinder sind. Vielleicht ist das also nichts. Ja, vielleicht ist das was Wahres dran. Weißt du, ich habe gehört, dass irgendwann mal Festio gesichtet wurde. Jedenfalls müssen wir Gewissheit haben. Würde es dir etwas ausmachen, für uns nachzusehen? Wenn da wirklich einmal Festio ist, wäre es toll, wenn du ihn fangen könntest. Quasi als Studienobjekt für die Kids. Ah, großartig. Inselschrecken. Das will ich lieber nicht tun, aber von mir aus. So, was willst du nochmal, Moga-Farmer? Ah, kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt da etwas, was ich dich fragen wollte. Ich habe darüber nachgedacht, ein paar Supersprossen nach Hause zu nehmen, um sie auf meine Farm anzubauen. In der Nähe sollen wohl schöne Exemplare wachsen, von denen ich einige mitnehmen wollte. Leider kann ich mit zwei störrischen Königsblutroffen in die Quere. Meine alten Knochen sind nichts mehr fürs Kämpfen, deshalb müsste ich mich verdünnisieren. Vergib einem alten Mann, aber könntest du vielleicht helfen und dich um diese beiden Königsludroffe kümmern? Es wäre mir eine Freude, dir als Zeichen meiner Dankbarkeit einen Kaktus von meiner Farm zuschicken zu lassen. Hey, ein Kaktus, krass. Mach ich natürlich gern von Kaktus. Nein, der Typ ist weg, verdammt. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Gehen wir nochmal mit dir, dem Wirvanianer-Handwerker. Du warst in... Wo warst du denn? Dich kenne ich, aber ich habe vergessen, wo der war. Also, wo er Schmied war. War der in Dundorma-Schmied? Keine Ahnung. Vielleicht erzählt es uns ja. Du bist also Jäger von dem... Nee, der war Schmied im Moga. Richtig. Das war der Moga-Schmied. Jetzt weiß ich wieder. Du bist also Jäger, von dem ich so viel gehört habe. Was? Sieht jedenfalls so aus wie einer. Wie? Wer ich bin? Niemand geringes als der größte Handwerker aller Zeiten. Ich kümmere mich um die Ausrüstung in Moga. Ja, okay. Ich mache alles, solange ich das nötige Material habe. Vor dem Gang in die Wildnis musst du dich ordentlich ausstatten. Natürlich habe ich momentan nicht alle benötigten Materialien. Deshalb ruhe ich meine Fähigkeiten derzeit ein wenig. Trotzdem werde ich dir eines Tages eine Kostprobe meiner Kunst geben. Ich hoffe, du freust dich schon genauso wie ich. Wird auf jeden Fall interessant. So, da ist nur kurz mein Headset ausgegangen, musste ich kurz einstecken. Jetzt geht's auch schon weiter. Ja gut, dann haben wir uns da jetzt die ganzen Sachen abgeholt und nochmal ein paar angenommen. Reden wir nochmal mit der Fischhändlerin. Oh, ich weiß schon.
Du bist der Jäger, von dem alle so begeistert erzählen. Ich selbst habe im Dorf Moga eine Fischerei. An die musst du denken, wenn du dort bist. Im Moment mache ich Urlaub hier und habe festgestellt, dass unser Thunfisch aus Moga sehr beliebt ist. Die Nachfrage ist so groß, dass uns mittlerweile die Thunfischköder ausgegangen sind. Wenn wir mehr Platzfische in Machowitz hätten, könnten wir einige paar zusätzliche Exemplare auftreiben. Das Problem ist nur, dass meine Leute total im Stress sind. Was ist denn los mit dir? Was machst du denn für ein Gesicht? Ah, ich weiß schon. Bestimmt suchst du anstrengend nach Worten und möchtest deine Hilfe anbieten. Danke dir. Und nun ran an den Thunfisch. Für den Anfang kannst du uns Platzfische und Machowitz an den Händler liefern. Okay. Wenn du das erledigt hast, komm direkt zu mir, damit ich dir persönlich danken kann. Okay, 5 Platzfische, 2 Machowitz. Das ist ärgerlich. Aber gut, von mir aus. Kriegen wir schon hin. Müssten wir noch ein bisschen angeln. Aber passt schon. Ja, dann reden wir nochmal mit dir, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Mogaliebchen. Ah, du musst der Vikademie-Jäger sein, von dem sie alle erzählen. Abhängig davon, wie man fragt. Und ich frage eine Menge Leute, bist du derjenige, der hier Probleme von allen löst? Du bist wie eine feengleiche Patentante aller Dörfler in Not. Kein Wunder, dass du so eine große Fangemeinde hast. Aber Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich ein kleines Problem. Sicherlich, Yukomo ist wirklich idyllisch, malerisch und all dieses Zeug. Aber auch hier kann ich sehen, wie sie in den Schatten auf mich lauern. Die Pilze, meine ich, ist ja klar. Du weißt schon, sie wachsen wie Unkraut überall, wo es diesig und feucht ist. Als Kind hat mir mal jemand erzählt, aus meinem Bauchnabel wächst ein Pilz, wenn ich die Sporen einatme. Deshalb möchte ich, dass du losziehst und für mich einen reifen Pilz jagst. Sammelst und lieferst natürlich. Dieser besondere Pilz kann von einem Alterrot erbeutet werden. Sie fressen sich damit gerne eine Speckschicht an. Falls du zur vergesslichen Sorte gehörst, habe ich dir eine Notiz in dein Anfragenprotokoll hinterlegt. Viel Glück. Okay, der Pilz und ich. Die 3-Sterne-Dorf-Quest. Na, von mir aus. Kriegen wir schon irgendwie hin. Gehen wir nochmal ins Fußbad. Hallo Jäger, hast du Lust auf eine Pause oder ein kleines Bad und ein Schwätzchen? Ja, deswegen wollte ich da eigentlich auch reingehen. Danke. Es ist wirklich paradiesisch hier. Es gibt nichts Schöneres als ein spannendes Fußbad. Wenn ich mich nicht täusche, bist du doch ein Jäger der Vikademie, von dem alle so begeistert erzählen, oder? Da fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Moga-Dorfchef. Ich weiß zwar nicht, was du über das Dorf Moga weißt, aber es ist wirklich wunderschön dort. Der Ozean auf der einen, dichter Wald auf der anderen Seite. Ein idealer Ort, um groß und stark aufzuwachsen. Jetzt mache ich hier am anderen Ende der Welt Urlaub. Glaube aber nicht, dass unser Treffen Zufall ist. Bestimmt werde ich dich schon bald um einen Gefallen bitten. Enttäusch mich nicht. Werden wir nicht. Keine Sorge, du willst schon wieder was von uns. Also, es ist folgendes. Ich will ganz offen sein. Es gibt ein Problem. Ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Zutat, die angeblich ganz besonders geschmackhaft ist. Bekannt ist sie unter dem Namen Mosswindung. Nein, war nur Spaß. In Wirklichkeit suche ich nach Moga-Muscheln. Falls du allerdings feststellst, dass Mosswindung eine Delikatesse sein sollte. Ja, jedenfalls wollte ich die Moga-Muscheln schon immer mal probieren. Aber wie ich hörte, findet man sie nur dort, wo momentan ein Daimo Hermitauer sein zerstörerisches Unwesen treibt. Zu meinem Glück bist du ja nun hier eingetroffen. Ich muss meinen Muscheltraum also nicht begraben. Also, was sagst du? Würdest du den Daimo Hermitauer für mich einfangen? Wenn du das schaffst, gibt es mehr als genügend Muscheln für alle. Okay. Krabbengedöns. Muscheln klingen gut. Die nehmen wir. Und dann nehmen wir ja auch noch den letzten Typen, den wir da so haben, damit wir hier in Yukomo mal fertig sind. Ha, du sprichst mit dem Meister der Lehrmeister, der fähigsten aller Gastronomie-Koryphäen. Sag mal, hast du denn auch das Meisterbräu probiert, von dem alle so begeistert sind? Du kennst doch den Slogan, besser als ein Heiltrank, oder nicht? Nein? Junge, Junge, da hast du aber was verpasst. Das Gesöff geht so schnell weg, dass der Erfinder im Profit fast zu ertrinken droht. Aber wer steckt wohl hinter diesem erfrischenden 50-Cent-Wundertrank? Na, hast du einen Verdacht? Die Spa-Besucher sind verrückt nach dem Zeug. Demnächst werde ich der Reichste der Reichen sein.
Hier, du solltest auch nicht leben wie ein Hund. Nimm ruhig, ich habe mehr als genug. Ey, danke schön. Du weißt, wie man sich gleich unsympathisch macht. Wunderbar. Wir haben einen Zenny bekommen. Und ja, dann gehen wir jetzt zum Yokomo-Mädel, nachdem wir mit dem geredet haben. Und nehmen einfach mal die Quest. Das sind mehr geworden? Wieso? Ach so, das sind jetzt mehr geworden, nicht wahr? Ich glaube schon. Oder müssen wir jetzt irgendeine andere von den Quests machen? Ach so, wegen den beiden. Ja, klar. Wir sollten aber eigentlich auch nicht so wichtig sein. Denke ich mal. Ich mache einfach mal die Uroktoren. Ich glaube einfach mal, dass die wichtig sein werden. Wir werden sehen. So, ich kann hier erstmal das Zeug wegpacken. Das passt eigentlich ganz gut. So, schwupp. Dann nehme ich auf jeden Fall die Spitzhacken wieder mit. Gern die Käfernetze. Dann essen wir nochmal schnell ein bisschen auf Sammeln. Weil für die Ork-Tore brauchen wir eh nicht unbedingt was. Und Waldmann, genau. Perfekt. Dann hoffe ich einfach mal, dass das die Quest sein wird, die wir dann brauchen werden. Weil ansonsten, keine Ahnung. Aber ich will eigentlich auch nicht nachgucken. Das ist halt das. Es hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber vielleicht geht uns jetzt das Glück aus. Ich bin mal gespannt. Der Oroktor ist schon eine faszinierende Kreatur. Er gräbt sich direkt ins Vulkangestein. Wie ist sowas überhaupt möglich? Ich würde das gerne erforschen, aber ich brauche Hilfe dabei. Du brauchst Hilfe dabei, indem ich sie alle töte. Okay. Ich meine, wie du meinst. Ich bin ja nicht hier der Forscher. So, Ration, eine Spitzhacke. Würde ich mal sagen, gehen wir gleich in Eisenspitzhacke. Da gibt es da scheinbar sehr gerne Spitzhacken hier. Habe ich so das Gefühl. Nochmal eine Doombombe, okay. Das sollte es eigentlich auch gewesen sein. Ich gehe gleich mal in die Vulkangebiete, weil die dort eigentlich eher sein sollten als in Gebiet 1 und 2. Und auch wenn wir natürlich teilweise auch hier sind, um ein bisschen Material zu sammeln, können wir ja auch die Quest relativ zügig angehen. Ich will ja auch sehen, ob es da jetzt die nächste dringende Quest gibt oder nicht. Mal sehen, ich hoffe es einfach mal, dass das jetzt das wirklich Wichtige ist. Na toll, hier finden wir bloß Kohle. Scheibensteine finden wir zwar auch, aber die brauchen wir jetzt halt auch nicht mehr. Aber hey, Schmelzsteine, immerhin Schmelzsteine finden wir einige. Das ist ja schon mal etwas. Aber wenn Drachenid-Erz definitiv wichtiger wäre, ja, kann Schmelzstein auch nicht schaden. Bist du tot? Jetzt. Perfekt. Das heißt, Nummer 1 hätten wir schon mal. Nummer 2 steht da hinten noch. Wir haben ihn auf jeden Fall... Nee, wir haben nicht auf uns aufmerksam gemacht? Wow. Das ist untypisch für die Dinger. Die sind normalerweise immer sehr aggressiv. Ah, guck mal, jetzt. So viel dazu. Ey, Drachenid-Erz, na also. Der war irgendwie gerade einfach bloß noch ein bisschen doof. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da. Er hat bloß eine halbe Stunde gebraucht, bis er mal darüber kommt. Meine Güte. Sehr langsame Uroktoren. Jetzt bleib doch. Wo willst du denn hin? Bleib doch stehen. Watschel doch hier nicht durchs ganze Gebiet. Ugh. So kann das natürlich ewig brauchen. Immer noch nicht tot. Jetzt aber. Na also. Nummer 2 erledigt. Hier haben wir auch keine Erze mehr. Das heißt, wir gehen gleich in Gebiet 3. Oh, ich denke schon. In Gebiet 3 sollten es auch welche geben. Und dann gehen wir einfach die ganzen oberen ab. Dann 5, 6, 7 und sowas. Hier sind schon mal gar keine. Da ist ein Volvidon. Das ist aber definitiv nicht das Biest, das wir gerade suchen. Ich würde aber doch ganz gerne das Erz dort hinten mitnehmen. Gerade weil es blau ist und ich weiß halt nicht, was das heißt. Was man da nochmal mehr bekommt. Brustkugeln? Vielleicht. Natürlich musst du dich jetzt genau hier einmischen. Ich wollte doch einfach bloß ein bisschen das Erz haben. Oh Mann. Ich hätte einfach gehen sollen. Na, scheinbar bekommt man da häufige Rüstkugeln. Oh, sogar eine plus 1. Okay. Also scheinbar gar nicht so schlecht. So viel auch zu Rüstung verbessern. Das könnten wir dann wirklich mal uns überlegen. Weil sollten wir auf jeden Fall mal ein paar Rüstkugeln zumindest haben. Da wird dann schon was gehen. Aber dafür will ich halt auch erstmal eine gescheite Rüstung haben. So, hier sind weitere 3. Wir brauchen 8 Stück.
10. Ja, noch 8. Okay, dann bräuchten wir danach noch 5. Zumindest keine 15 oder sowas. Manchmal ist es ja einfach eine komplett übertriebene Zahl. Das ist jetzt hier zumindest gerade nicht. Glücklicherweise. So. Holen wir hier die Axt raus. Das sollte dann sehr viel schneller gehen. Komm schon. Das hat nicht gereicht. Dafür das da. Perfekt. Gerade aus der Erde wieder gekommen ist. Sehr schön. So, das tut es auch sehr weh. Ja, und noch 5 Monster übrig. Hoffen wir mal, dass die in Gebiet 6 und 7 verteilt sind. Sollten sie eigentlich, also die Chancen stehen groß, denke ich, dass sie da sind. Mal sehen. Ich hätte es doch natürlich noch gerne mehr Drachenid-Erz. Sieht aber gerade nicht so aus, als würde mir das Spiel das geben. Aber wir werden es auf jeden Fall brauchen. Später dann im High-Rank, dann bekommen wir genügend davon. Da werden wir damit zugeschmissen, sage ich mal. Aber so im Moment sieht das noch nicht so gut aus. Ja, nee. Also das kann auch immer ein bisschen anstrengend sein, sich das zusammen zu farmen. Je nachdem werden wir dann vielleicht... Ich weiß auch nicht genau, wann wir wieder einen Stream machen. Werden wir bald mal wieder machen. Wenn es bei mir dann auch wieder besser passt von der Zeit her. Und da können wir dann auf jeden Fall auch solche Sachen farmen. So, hier haben wir weitere 2 zumindest mal. Damit würden ja bloß noch 3 fehlen. Das wäre ja schon mal gar nicht schlecht. So, na, ich wollte gerade sagen, dann erledigen wir wenigstens den anderen. Jetzt haben sich da beide verbuddelt. So, du bist erledigt. Nein! Verbuddel dich nicht gleich schon wieder. So, jetzt kriegst du aber ins Gesicht. Da, zack. Das tut dir auch so ziemlich weh. Ja, perfekt. Dann holen wir uns hier noch das Erz. Käfer finden wir eben gerade keine. Die werden ja eher in Gebiet 1 und 2. Vielleicht in Gebiet 8 noch? Ich weiß es gar nicht. Gibt es da Käfer? Werden wir gleich mal sehen. Ansonsten wissen wir ja, wo wir Herkodrome bekommen. Und ich glaube, die werden jetzt auch nicht so mega wichtig sein. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich genau dann, wenn ich nicht damit rechne, dass sie wichtig werden. Genau dann brauche ich sie überall. Jetzt bräuchte ich aber überall, ja. Wobei auch nicht überall, aber an vielen Stellen brauche ich Drachenid-Erz. Das ist schon so. Ich bekomme auch langsam ein bisschen wenig Leben. Ey, eine Rostscherbe. Damit können wir, oder bekommen wir am Ende der Quest eine zufällige Waffe. Sieht auch schon ziemlich cool aus. Wäre jetzt nur schön, wenn die Katzen mich mal wieder heilen würden. Weil, wie gesagt, jetzt habe ich langsam doch relativ wenig Leben. Klar, ich könnte auch einfach ein Kaltgetränk nehmen, aber wieso denn? Ich sag's mal so. Ne, Käfer haben wir gerade keine, bloß viele Mellings. Bin ich bloß gespannt, was treiben die Mellings jetzt? Die prügeln sich scheinbar mit meinen Katzen, ja. Ah, da war das zweite Erz. Nein, aua, Gott. Ja gut, Farbball, na, den hole ich mir wieder. Jeder Farbball wird gebraucht, perfekt. Das war keine Heilung, Katzen. Wieso habe ich eigentlich eine heile Katze, wenn ich die ganze Zeit einfach Schaden kassiere und sie mich nicht heilt? Was ist los mit dir, Flausch? Mach mal irgendwas. Ich meine, ich habe noch die erste Hilferation. Die nehme ich jetzt... Ah, guck mal, perfekt. Wow, so viel Heil... Ich habe keine erste Hilferation. Habe ich den nicht genommen? Habe ich nicht genommen. Verdammt! Kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt wegen der Quest einen Megatrank verbraten muss. Aber scheinbar schon. Da haben wir nochmal einen. Das wäre dann aber... Dann würden noch 2 fehlen. Das wird dann richtig knapp, muss ich sagen. Reicht das mit der Combo? Ah, es hätte gereicht, wenn ich da nochmal getroffen hätte. Na, kommt schon, Katzen. Halt mich. Ansonsten müssen wir super schnell nochmal 2 Oroktoren finden. Bevor wir hier drauf gehen. Da hinten ist nochmal einer. Da wird noch einer fehlen. Das wird verdammt knapp, muss ich sagen. Richtig knapp. So, da gehen wir auch gleich auf die großen Geschütze. Ah, guck mal. Nein, ich habe die Katze unterbrochen. Nee, habe ich nicht. Okay. Gut. Jetzt haben wir wieder mehr Zeit. Die Frage wäre aber wirklich gewesen, hätte das gereicht?
Ich wäre jetzt mal in Gebiet 9 gegangen, weil bei 3 weiß ich, dass es da keine gab. Oh, Käfer. Gut, jetzt wo wir wieder ein bisschen Leben haben, kann ich auch die Käfer holen. Hätte ich jetzt gerade eben vielleicht nicht gemacht. Aber jetzt kann man das auf jeden Fall machen. Komm schon, Herkodrom. Ach. Nee, kein Glück für uns. Schade. Ich hätte mir gerne meine Gendromkappe gemacht. Sind hier welche oder sind hier keine? Nee. Wäre schon mal falsch gewesen. Da sind noch mehr Käfer. Dann sind 10 aber auch keine, oder? Eigentlich eher nicht. Hm. Ja, ein Brillantkäfer. Also hoch die Chance hier halt auch nicht auf. Auf Herkodrome. Nein, lasst mich bitte. Oh, wow. Da hat der andere den Giftball blockiert. Sehr schön. So. Perfekt. Dann gehen wir eben wieder zurück. Vielleicht haben wir auch das große Glück und da sind jetzt direkt welche respawned. Nee. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Doch, da hinten. Die sind am Anfang bloß verbuddelt. Perfekt. Dann haben wir es ja. Bisschen langsamere Quest, aber auch bloß deswegen, weil wir ja selber noch ein bisschen was zu tun hatten. Also mit dem Sammeln. Das wollte ich mir da auch nicht nehmen lassen. Wäre ja blöd gewesen, den Vulkan rumzurennen und das Erz mitzunehmen. Okay, da hinten wäre auch nochmal eine gewesen, aber wir haben die Quest erledigt. Und ich hoffe jetzt mal, dass das die notwendige Quest gewesen war. Ansonsten haben wir jetzt gerade viel Zeit damit verschwendet, ein paar Oktoren zu töten und Erze zu sammeln. So, können wir denn hier noch irgendwas machen? Die Käfer haben wir... Was macht der Oroktor da hinten? Springt da komisch durch die Gegend. Ich würde gerne hier die Pflanze nochmal mitnehmen. Ich weiß nämlich gar nicht genau, was man da so bekommt. Drachenambrosia, ja... Starkes Gelee. Nicht das, was ich mir erhofft hatte. Gehen wir hier nochmal hin. Vielleicht ein Machtsamen. Ein Diamantsamen. Okay, nehme ich genauso. Oh, nice. Gleich beide. Das heißt, die können wir gleich beide anbauen. Darauf habe ich nämlich wirklich gehofft. Weil ich hatte noch so im Kopf, dass es die hier oben geben kann. Und scheinbar ist es ja auch so. Wunderbar. Das hat sich dann doch auf jeden Fall gelohnt. Wir haben auch ein paar Talismane, vielleicht gibt es da auch was Schönes dabei. Mal sehen. Wir sollten nämlich auf jeden Fall irgendwann bald mal ein paar Effekte auf unsere Rüstung packen. Das wäre mal ganz wichtig. So, ein paar Schuppen, Schmelzstein, okay, dahin sogar ein Drachenid-Erz. Sehr schön. Also hat sich doch irgendwo gelohnt, aber bloß wegen der Belohnung. Machtsam, Drachentodbeere. Oh, Volvino und Eoprey-Sachen, aha. Was haben wir hier denn Schönes? Abwehrsperre plus 7, okay. Lähmbeschichtung, normal, S plus. Das können wir mitnehmen von dem Fernkampf im Online. Hunger, Präzision und ein Eisenhorn. Nee. Den Rest verkaufen wir mal schnell. Das war jetzt alles nicht so notwendig. Und dann schauen wir jetzt gleich mal, ob jetzt die dringende Quest da ist. Mal sehen. Okay, schauen wir mal. Nein, keine dringende Quest. Aha. Das ist ja höchst merkwürdig. Dann weiß ich gerade eben wirklich nicht, welche Quest wir dann noch machen müssen. Wie gesagt, ich will jetzt eigentlich auch nicht nachschauen. Sind das die Ewigkeitsfossile? Oder was ist da jetzt? Meteoritenbrocken? Vielleicht sowas? Weil es wäre merkwürdig... Oder sind solche Doppelquests? Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, auch nicht unbedingt verraten, weil eigentlich will ich das auch selber rausfinden. Vielleicht doch die Senatoren. Vielleicht sind es doch die Senatoren. Ich denke mal, dass es irgendwas im... Ja, nee, aber irgendwas im Vulkan ist, wollte ich gerade sagen. Vielleicht auch das hier, aber bloß die Kohle. Wäre zwar merkwürdig, aber gut. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall das nächste Mal rausfinden. Ich würde das für heute dann auch Schluss machen. Auch wenn die letzte Quest ist vielleicht nicht ganz so super spektakulär. Wobei, komm, das kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Machen wir nochmal schnell die... Nein, ich gehe immer wieder zu ihr, meine Güte.
Machen wir nochmal schnell die Senna Towern, weil da müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit die Sachen sammeln. Ja, genau. Machen wir die nochmal schnell. Dann können wir das schon mal abhaken, wenn es das nicht wäre. Ja, Schläger von mir aus. Und dann können wir uns da halt überlegen, was es sonst sein könnte. Vielleicht die Lieferungsquests, die könnten wir dann auch mal machen. Ich meine, die sind auch nicht so verkehrt. Ich mag eigentlich Lieferungsquests. Sind zwar immer ein kleines bisschen anstrengend, aber ja, es zahlt sich irgendwo auch aus, sage ich mal. Also ist eigentlich immer ein ganz netter Zeitvertreib. Vor allem eben, wenn man es weiß mit dem... wenn man es weiß mit dem, mit der Superkatze und dem Lander, dann geht es meistens echt gut. Ich habe hier so vor mich hingebuddelt und an nichts Böses gedacht, als plötzlich ein Senna Tower meine Spitzhacke mitgehen lässt. Ich hätte sie aus dem... Okay, mehr konnte ich nicht lesen. Diebische kleine Senna Towern. Vielleicht will er sich einen Tunnel graben. Man weiß nie bei den Krebsen, man weiß nie. Ein Berstköder, ah ja. Auch interessant. Wieso auch immer du uns sowas gibst. So, jetzt bin ich mal bloß gespannt, wie häufig die Spawnraten von den Dingern sein werden. Da sind schon mal zwei. So, und der Sumpf ist ja jetzt deutlich kleiner. Die Senna Towern können sich nicht verbuddeln. Und wir müssen hier nicht ständig nach Erzen rennen. Also von dem her sollte das eigentlich schneller gehen als gerade eben. Mal sehen. Mal sehen. Zwei sind schon mal erledigt. Gehen wir hier mal in Gebiet 4. In den Höhlen können die halt auf jeden Fall auch kommen. Das ist so ein bisschen blöd. So, da sind auf jeden Fall zwei. Da ist auf jeden Fall auch nochmal einer. Der hat sich gerade bloß verbuddelt. Oder der ist gerade verbuddelt. Den habe ich aber gesehen. Da, genau. Perfekt, damit hätten wir schon fünf Stück. Du wirst gleich so platt gemacht. Oh, das ist sehr nett, dass ihr beide zu mir kommt. Ich kann euch jetzt beide gleichzeitig platt machen. Prima. Gebiet 2? Ja, nee, wir gehen gleich in die Höhlen. Komm, jetzt sind es noch 5 Biester. Wenn Gebiet 3 nochmal 3 sind und Gebiet 7 nochmal 2, dann haben wir es ja schon. Oder hier sind gar keine. Okay. Von mir aus. Geht genauso, dass hier einfach gar nichts rumhängt. Ich hoffe, dass hier überhaupt irgendwas in den Höhlen an irgendwas Krebsartiges zumindest hier rumhängt. Nee. Immer noch keine Krebse. Okay. Langsam wird es ein bisschen blöd. Wo sind die denn jetzt, frage ich mich. Vielleicht hängen die mit ihrem großen Kollegen ab. Da sind zumindest drei, na also. Perfekt. Das heißt, wir können uns die schnell mal holen. Jetzt haben wir auch den Wagemut-Modus. Oh wow, ja. Das heißt, um die zwei Schläge sind das jetzt. Die Biester sind erledigt. Das heißt, so sollte es noch viel schneller gehen. Ja, ja. Und Nummer 3 befindet sich dort hinten. Perfekt. Ich darf es irgendwie versuchen ranzusprinten. Ah, nice. Ah, schade. Egal. Geht auch so. Okay. Oder auch nicht. Wäre schön gewesen, da nochmal schön ins Gesicht zu hauen, aber der Krebs war davor schon tot. Er hat unsere große Abschlusskombo nicht mal mitbekommen. So stark sind wir. So, haben wir in 6 nochmal was. Ansonsten könnten wir in 5 gleich nochmal schauen. Dann ist das theoretisch unsere Farmroute. Außer die respawnen halt eben nicht, aber eigentlich sollten sie. Ist selten bis gar nicht der Fall, dass die Biester nicht respawnen. Gerade bei solchen Quests. Deswegen sollte das passen. Ja, da sind unsere beiden. Perfekt. Damit haben wir die Quest doch schon. Das ging doch jetzt relativ zügig. Halt eben sehr viel schneller als die Ork-Tore gerade. Aber ja, wie schon gesagt, liegt natürlich auch daran, dass ich da viel Erz gesammelt habe, was auch wichtig ist, definitiv. Wir... Ach, 60 Sekunden natürlich. Wir brauchen das Erz, ja, und auch die Käfer. Weil ansonsten kommen wir halt eben überhaupt nicht weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Einmalige Pilze. Jetzt, wenn ich eine Pfefferschote hätte. Komm, es wäre zu gut. Nitropilz. Nee, das wird es nicht sein, oder? Nee, ich glaube, scharfer Pilz ist schon Pfefferschote. Wäre super, wenn hier jetzt eine Pfefferschote drin wäre. Yes! Nein, hör auf damit!
Ja! Komm schon! Komm schon! Ja! Puh. Wow! Ist das Absicht, dass die beiden nebeneinander spawnen? Sehr, sehr schön. Das war natürlich, hi. Na du? Das war natürlich richtig gut, das jetzt nochmal so zu bekommen. Jetzt haben wir natürlich einerseits die, die Kombiliste dadurch nochmal erweitert. Und andererseits können wir uns auch die Quests abgeben. Oh, nochmal schön direkt bei, beim Endbildschirm nochmal schön die Kombo rausbekommen. Na, Shogun, das vorhin war schon ein sehr interessanter Kampf, muss man sagen. Ich würde sagen, eine der interessantesten Shogun-Kämpfe, die wir vorhin hatten. So, Brillantkäfer bekommen wir ein bisschen Giftpilze. Oh, Lichtkristall sogar. Nice. Sehr, sehr schön. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das die dringende Quest war. Ich hoffe mal, dass ich das Spiel insoweit durchschaut habe, dass wir das jetzt so haben. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Und das war die falsche Taste. Nein. Okay. Okay. Dann vielleicht doch so eine Doppelquest? Oder vielleicht doch nochmal ein Monster, das man jetzt erledigen muss? Oh, das kann jetzt alles sein. Ich bin jetzt vielleicht auch durch. Ich werde mir mal überlegen, ob wir vielleicht dann ein paar Quests machen oder ob ich dann nachschauen gehe. Weil wir haben jetzt alle großen Monster gemacht, die ursprünglichen eben. Die Doppelmonster, die wir schon hatten, haben wir jetzt halt nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob die unbedingt notwendig sind. Wir haben jetzt die ganzen neuen kleinen Biester gemacht. Jetzt wird mir halt so langsam die Idee ausgehen, was wir jetzt wirklich noch machen könnten, damit das Ganze vorangeht. Schauen wir mal. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Vielleicht, aber es dürfte eigentlich nicht sein, dass es einfach bloß so gelb ist in Berna, oder? Wir können ja nochmal kurz hingehen. Wie gesagt, vielleicht ist es jetzt einfach bloß was ganz Komisches. Naja, der Berner Chef will nicht mit uns reden. Okay. Dann wird es noch irgendeine Quest sein, die wir jetzt gerade noch nicht gemacht haben. Vielleicht irgendeine Doppelquest, aber ich weiß das beim besten Willen leider nicht welche. Das werden wir dann das nächste Mal rausfinden. Da werden wir dann vielleicht ein bisschen rumprobieren. Ist jetzt schade. Ich weiß es halt nicht. Soll ich jetzt nachschauen? Oder soll ich jetzt rumprobieren? Weil auf der einen Seite würde ich sagen, rumprobieren, weil es ist halt, ja, dann so ein bisschen der Flair, wie man das Spiel eigentlich spielen soll. Auf der anderen Seite, da wir halt ein Let's Play machen und da wir ja auch vorankommen wollen, ich bin jetzt schon wieder eigentlich relativ spät dran, auch wenn wir gut vorankommen, aber gerade durch ein paar Pausen und sowas hat sich natürlich auch schon wieder ein bisschen verzögert und ja, da ich halt komplett von neu empfange, bin ich natürlich nicht so schnell, das ist klar. Und dann ist es vielleicht blöd, jetzt noch viele Quests zu machen, die wir eigentlich gar nicht machen müssten. Deswegen, ich glaube, ich schaue nach, was da die Key-Quests sind und dann werden wir ja sehen, was es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder die Ewigkeitsfossile oder die Meteoritenbrocken sind oder die Einheitenkohle. Eins von denen drei. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, ich werde mal nachschauen bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir ja sehen, was es ist. Wie gesagt, dann machen wir da halt nicht ewig rum, ohne irgendwie voranzukommen. Gut, das soll es dann für heute aber auch gewesen sein. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Generations Ultimate. Wenn wir dann hoffentlich vielleicht mal in den Jägerrang 5 kommen. Oder in die Queststufe 5, sagen wir es so. Also dann, ciao!